Ja, ein herzliches Au hier von mir zu Zorg Nemesis. Ein ganz tolles Spiel von 1996, sehr düster, knackige Rätsel. Das letzte Mal, als ich es durchgespielt habe, war ich 17 mit einer Freundin, wo wir aber auch wieder die Komplettlösung hernehmen mussten, was ich diesmal gerne verhindern möchte. Aber da ich es nicht alleine spielen möchte, seid ihr dabei und dann legen wir einfach mal los. Wir reisen jetzt also in den Bauch eines sich erstechenden Mannes. Ah, es hat was. Niemand weiß mehr genau, wann es begann, aber ich werde es nie vergessen. Es begann am Tag der großen Finsternis, am Tag meines Mordes. Ich verlor meine einzige Liebe und mein Leben. Nun sind wir alle mit dem Fluch behaftet. Manchmal kann eine einzige Tat so verhängnisvoll sein, dass die Welt verflucht wird und sich die Zukunft auflöst. Nur die vier verlorenen Elemente können der Welt das Gleichgewicht zurückgeben. Und ich werde wieder zum Leben erwachen. Du bist meine letzte Hoffnung. Niemand sonst wagt sich hierher. Ja, hier haben wir auch gleich das erste, was ich mal sagen möchte, Problem an Vista. Ich habe es zwar auch auf meinem virtuellen PC zum Laufen bekommen, nur kann ich dann nicht noch ein Video machen, weil das ist dann für die Prozessorleistung zu heftig. Jetzt drehen wir uns halt sehr, sehr schnell. Wir dürfen uns einfach nicht mehr so oft drehen, sonst wird uns nämlich schwindelig. Wenn ich aber jetzt die Prozessorleistung runterschraube, hakt das Video sehr. Also ich habe es ausprobiert. Es geht leider nicht. Darum hoffe ich, das passt so für euch. Eingeschlossen sind wir natürlich auch. Wäre ja auch zu einfach gewesen, sonst wären wir nicht mehr gegangen. Und wenn man sich hier so umschaut, dann merkt man, dass Zorg mehr als nur vier Elemente fehlen. Zorg fehlt hier so einiges. Der Friedhof ist da übrigens auch sehr hübsch. Da können wir mal am Ende einen Abstecher machen, wenn wir nicht mehr weiterkommen. Ja, mit dem Drehen, das müssen wir hier noch lernen. Mein Vater hat das immer gespielt, da habe ich früher immer zugeschaut. Aber jetzt sind wir ja groß und haben keine Angst mehr und können hier sogar auf das Grab klicken. Ja. Ich werde an den Pforten der Hölle warten. Du wirst meiner Vergeltung nicht entkommen. Das werden wir erstmal sehen, würde ich sagen. Grafik ist natürlich auch sehr schön für 1996, finde ich. Endlich ist jemand gekommen. Du musst uns helfen. Sie sind im Tempel.
Dann suchen wir mal die im Tempel. Ja, entschuldigt wegen dem Drehen, das ist etwas schwierig. Ich kann hier nochmal in den Einstellungen, ja, wir haben Träge eingestellt, also. Himmel kann man auch gucken. Ja, das ist für unser Drehen natürlich ganz toll. So. Ah ja. Ein Totentempel, ha? Da war doch das. Ich sehe doch da ein Schild. So, jetzt haben wir's. Wenn die Sonne und der Mond vereint sind, dann ist der Eingang zur Ewigkeit geöffnet. Auch wieder sehr schön hier mit den Köpfen, ha? Okay, das hier ist kaputt, wie man sieht. Oh, das ging aber fix hier. Sonne und Mond. Bedrohlich. Bist du gekommen, die Alchemisten zu suchen? Du vergeudest deine Zeit. Ich habe sie alle umgebracht. Du kannst dir nichts ausrichten. Jetzt habe ich mich eben fast erschrocken. Aber den Mistkerl machen wir schon noch fertig. Bücherei. Bibliothek, Entschuldigung. Auch sehr viel Astronomisches ist hier zu finden. Ach ja, das sieht ja freundlich aus. Ah ja, das kann man drehen. Ich schätze aber auch mal, hier müsste man dann diese Elemente oder sonstiges einstecken. Das können wir jetzt sowieso noch nicht machen. Das ist ganz gut, weil das ist hier doch etwas unheimlich. Boah, also jetzt habe ich mich wirklich erschrocken. Ja, so ein Globus hätte ich auch gerne. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass ich mit 17 das Spiel mit einer Freundin komplett durchgespielt habe, das letzte Mal. Und da das schon einige Jahre her ist, wollte ich es ja nochmal spielen. Und ich weiß aber noch, dass man jetzt hier nämlich einige Bücher anschauen kann. Und wir können nämlich sogar reinschauen. Da hat hier unser Dämon oder unser Herr Friede, Feuer, Eierkuchen hat hier einige Sachen geschrieben. Und das würde ich dann einfach im nächsten Teil mal durchlesen. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns da nochmal wiedersehen. Tschüss!